Willkommen, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um die Prüfungsfrage, welche Pflichten hat der Lagerhalter? Und ich benutze wieder das Mindmapping-Prinzip. Nehmen Sie ein DIN A4-Blatt, legen es quer, schreiben den zentralen Begriff in die Mitte und strukturieren drumherum mit Ästen und Zweigen und Blättern und Maserungen der Blätter, also ähnlich wie bei einem Baum, die Lösung. Wozu ist der Lagerhalter also verpflichtet? Wenn es heißt, nennen Sie Pflichten des Lagerhalters, es ist es immer gut, dieses Wort Pflichten hier zu verbalisieren. Das geht leichter für das Gehirn. Also, wozu ist er verpflichtet? Ja, verpflichtet ist zwar kein Wort, das sehr starke Bilder auslöst, aber es ist immer noch besser als das Wort Pflicht. Wozu ist er verpflichtet? Oder was muss er tun? Ja, ich habe es oft gesagt, ich sage es hier wieder, legen Sie sich die Prüfungsfrage erstmal zurecht. Das ist wie eine Prüfungsfrage, Sie bekommen einen Ball zugespielt, aber Sie bekommen den nicht auf Ihren starken Fuß und Sie müssen auch noch vielleicht zwei, drei Gegner umdribbeln und dann können Sie den Ball ins Tor treten. Sie müssen sich den Ball zurechtlegen. Ja, als allererstes. Und das machen wir gerade. Also, was muss der Lagerhalter tun? Und jetzt stelle ich mir noch vor, dass Ware kommt. Irgendwas wird jetzt angeliefert. Was muss der Lagerhalter tun? Was muss er tun? Er muss zunächst mal prüfen. Ja, das, was ihm angeliefert wird, muss er prüfen. Und damit hätte ich schon wieder eine ganze Menge, was er hier prüfen muss. Na, wie bestellt oder wie besprochen oder wie vertraglich vereinbart, ja, oder ist da jetzt irgendwas Gefährliches? Gefährlich, Fragezeichen. Es könnte ja sein, dass in den völlig harmlos aussehenden Kartons irgendwas Gefährliches, Ätzendes ist, Explosives ist, ja, also gefährlich könnte sein ätzend, Säure zum Beispiel, ja, oder explosiv. Ja, das muss alles geprüft werden. Er muss also prüfen, ob er das bekommen hat, was vereinbart war, und er muss prüfen, ob es vielleicht dann doch was anderes ist, was dann gegebenenfalls sogar gefährlich ist. Dann muss er sorgfältig lagern. Ja, er hat eine Sorgfaltspflicht. Ja, was heißt denn sorgfältig lagern? Sorgfältig lagern heißt vor allem Schutz. Ja, und Schutz, da gibt es die drei Dinge, die man sich merken kann, die immer wieder vorkommen. Diebstahl, also Schutz vor, müsste man hier sagen. Diebstahl, Schwund, Verderb. Was ist der Unterschied? Diebstahl brauche ich nicht zu erklären. Schwund. Zum Beispiel, dass etwas schmilzt, das ist dann weggeschmolzen, ja, hat sich aufgelöst, ja, ist zumindest im wirtschaftlichen Sinne nicht mehr da. Ja, im physikalischen Sinne wird aus Eis Wasser und aus Wasser wird Wasserdampf. Und man kann das wieder dann überführen in die andere Daseinsform, aber ökonomisch gesehen ist es weg. Ja, und Verderb bedeutet, es ist zwar noch da, aber in einer ökonomisch geschädigten Form. Die Äpfel, die eingeliefert wurden, sind verdorben. Da sind die Äpfel noch da. Die sind nicht geschwunden oder verschwunden oder geschmolzen. Wie Speiseeis zum Beispiel, das könnte geschmolzen sein. Äpfel können verderben. Dann sind sie noch da, aber in einer ökonomisch nicht mehr oder kaum brauchbaren Form. Also, er muss schützen vor Diebstahl, Schwund und Verderb. Insgesamt können wir also uns merken, er hat eine generelle Sorgfaltspflicht. Ja, es ist ja schließlich etwas, was ihm anvertraut wurde, ähnlich wie ein Mieter. Ja, der muss die ihm überlassene Wohnung auch sorgfältig behandeln. Ne? Sorgfaltspflicht. So, dann muss er aber noch mehr, er muss die Ware quittieren. Ja, den Erhalt könnte man sagen. Er muss den Erhalt quittieren und
Er muss versichern. Ja, er muss versichern, das bezieht sich natürlich vor allem hier auf Diebstahl. Ja, er muss also versichern, beziehungsweise versichern könnte auch und sein. Oft ist das Kombination mit der Versicherung, ne? Mit zum Beispiel Kameras. Mit Kameras und Schlössern. Wie gesagt, das ist oft eine Kombination, denn Sie kriegen oft den Vertrag mit der Versicherung nicht, wenn Sie nicht im Lager bestimmte Sicherungsmaßnahmen überhaupt anbringen. Ja, er muss also quittieren, er muss versichern und dann muss er natürlich, jetzt mal überlegen, wo wir das hin tun, er muss benachrichtigen. Er muss kommunizieren, benachrichtigen bei Diebstahl, Schwund, Verderb. Na, da haben wir sie wieder. Ich kürze jetzt ab. Ne? Diebstahl, Schwund, Verderb. Da muss er benachrichtigen. Wenn er also was feststellt, wenn er da sein Lager betritt und stellt fest, Diebstahl, Schwund oder Verderb liegen vor, dann muss er denjenigen, dem die Ware gehört, benachrichtigen. Beziehungsweise, es könnte auch sein, das ist eine Frage der Vertragsgestaltung, würde ich mal vermuten, dass er das schon bei, nicht Diebstahl, Schwund und Verderb, sondern bei, gucken, wie ich das hier hinkriege, ob ich das noch hier reinkriege, Gefahr von, und in dem Fall Verderb vielleicht, ja, Gefahr von Verderb. Na, dass er sagt, hören Sie mal, wenn Sie jetzt da Ihre Äpfel nicht bald abholen, dann haben sie, ne, dann haben sie nur noch faule Äpfel zum Beispiel. Also dass er da gegebenenfalls sogar vorher Bescheid sagen muss, zumindest sollte im Rahmen einer ehrlichen und guten Geschäftsbeziehung, wie weit er dann vertraglich haftbar gemacht werden kann, das sollen dann Juristen entscheiden. Ist auch eine Frage, ob man das in die Vertragsgestaltung einarbeitet, dass er da eine gewisse sozusagen proaktive Benachrichtigungspflicht hat. Das muss man im Einzelfall entscheiden. Gut, also das sind Dinge, die man erläutern kann, wenn man gefragt wird nach den Pflichten des Lagerhalters. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.